In diesem Video wird gezeigt, wie Farbband und Etikettenmaterial richtig in den Godex EZ 2200 und 2300 Barcode-Drucker eingelegt werden. Um das Etikettenmaterial einzulegen, entriegeln Sie die Materialführung und klappen Sie sie hoch. Stecken Sie die Etikettenrolle mit der Etikettenseite nach oben auf dem Rollenhalter. Schieben Sie die Materialführung an die Etikettenrolle heran. Klappen Sie sie dann herunter und verriegeln Sie sie wieder. Schieben Sie die untere Materialführung nach außen. Um den Druckkopf anzuheben, ziehen Sie den runden Kopf heraus und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn. Schieben Sie nun das Etikettenmaterial unter die untere Etikettenführung, über die Druckwalze und vorne über die Abrisskante hinaus. Achten Sie darauf, dass das Farbband nicht unter dem Etikettensensor hindurchläuft. Schieben Sie die Materialführung bis an das Trägermaterial heran. Stecken Sie nun den leeren Farbbandkern auf den vorderen Farbbandrollenhalter und schieben Sie die Rolle bis ganz an das Druckergehäuse. Stecken Sie die Farbbandrolle auf den Farbbandrollenhalter. Achten Sie dabei darauf, dass die matte Seite des Farbbands zum Etikettenmaterial zeigt. Führen Sie nun das Farbband durch die Druckkopfvorrichtung und befestigen Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn am leeren Farbbandrollenkern. Die Pfeile am Drucker zeigen die Richtung an, in der das Farbband aufgewickelt wird. Drehen Sie die Aufwickelvorrichtung einige Male, damit das Farbband straff und ohne Falten unter dem Druckkopf hindurchläuft. Klappen Sie nun den Druckkopf herunter, indem Sie den Feststellhebel im Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen. Achten Sie darauf, dass die Haltestifte einrasten. Nun haben Sie Farbband und Etikettenmaterial richtig in Ihren EZ 2200 oder EZ 2300 Drucker eingelegt. Danke, dass Sie sich dieses Godex-Video angeschaut haben. Mit Ihren Anregungen oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.